Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 3 von der Klausurvorbereitung an. Gegeben sind die Vektoren a und b. Aufgabenteil a. Für welche x-Element r sind die Vektoren a und b orthogonal zueinander? Dazu müssen wir erstmal klären, wann sind Vektoren orthogonal. Schreiben wir einmal vorab das Skalarprodukt auf. Skalarprodukt gilt a Punkt b ist gleich Betrag von a mal Betrag von b mal Cosinus phi für den Fall Vektor a, Vektor b und das ist dann phi. Ja, also wir können das Skalarprodukt bilden, entweder über a Punkt b oder über, dass wir die beiden Beträge miteinander multiplizieren und mit dem Cosinus des Winkels. Dann wissen wir, dass der Cosinus von 90 Grad gleich 0 ist. Das bedeutet, wenn ich hier einen rechten Winkel habe, also 90 Grad, ist das hier 0. 0 mal die Länge ist 0. Und damit muss auch a Punkt b, unser Skalarprodukt, so wie wir es mathematisch rechnen, gleich 0 sein. Das heißt, wenn wir überprüfen wollen, ob zwei Vektoren orthogonal zueinander stehen, dann bilden wir das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren a und b. Schreiben wir das mal auf. 2 vom Nullvektor verschiedene Vektoren a und b stehen genau dann, senkrecht aufeinander oder orthogonal, wenn ihr Skalarprodukt verschwindet. Also gilt a Punkt b gleich 0, immer dann, wenn a senkrecht auf b. Gut, machen wir das für die Aufgabe. Wir haben diese beiden Vektoren und wir sollen jetzt herausfinden, was für ein x bekommen wir bei dem Skalarprodukt im Prinzip 0 raus. Ja? Also fangen wir an. A Punkt b, hier also x plus 2, 5 minus x 3, Punkt 3 plus x, 2 minus 4 plus x. Gut, wie rechnen wir das? Also, oder setzen wir direkt, wann ist das gleich 0? Schreiben wir direkt hin. Punkt b gleich 0. Gut, wann ist das gleich 0? Multiplizieren wir, rechnen wir erstmal das Skalarprodukt aus, also das mal das. X plus 2 mal 3 plus x plus 5 minus x mal 2 plus 3 mal minus 4 plus x und das ist gleich 0. Gut, ne? Skalarprodukt, immer die Komponenten, x-Komponenten multiplizieren, y-Komponenten, z-Komponenten multiplizieren und das aufaddieren. Und wie, laut Aufgabenstellung muss das halt gleich 0 sein, weil es orthogonal sein soll. Okay, machen wir weiter. Dann multiplizieren wir das aus. X mal 3, 3x plus x mal x, x Quadrat plus 2 mal 3, 6. Plus 2 mal x, also plus 2x. Dann plus 5 mal 2 ist 10, minus 2 mal x, also minus 2x. 3 mal minus 4, minus 12 und 3 mal x, also plus 3x, gleich 0. Dann fassen wir das noch zusammen. Dann steht da x Quadrat, 3x plus 2x sind 5x, minus 2x sind 3x, plus 3x 6x. Also plus 6x. Und dann kommt noch 6 plus
10 minus 12, dann sind wir bei 4. Also plus 4 gleich 0. Gut, das ist eine quadratische Gleichung, die können wir mit der PQ-Formel lösen. Also x1, 2 ist gleich minus b halbe, also minus 6 halbe, minus 3 plus minus Wurzel aus b halbe zum Quadrat. Also 6 halbe zum Quadrat sind 9, minus q, minus 4. Dann haben wir also hier minus 3 plus minus Wurzel von 5. Und damit können wir dann noch angeben, dass x1 ungefähr minus 0,764 und x2 ungefähr minus 5,236. Die Angabe von dieser Lösung ist aber ausreichend. Wir müssen nicht zwingend das hier so berechnen. Okay, also für diese beiden x-Werte gilt, dass diese beiden Vektoren a und b orthogonal zueinander stehen. Das war Aufgabenteil A, jetzt noch Aufgabenteil B. Für welches x-Element r wird der Betrag des Vektors b, also jetzt geht es nur um den Vektor b, am kleinsten? Geben Sie die zugehörige Länge von b an. Also der Betrag dieses Vektors soll am kleinsten werden, also wann hat er die kleinste Länge? Aufgabenteil b. Dazu vielleicht nochmal kurz vorweg, wie rechne ich den Betrag eines Vektors aus? Einfach die einzelnen Komponenten quadrieren und dann die Wurzel ziehen. Ne? Also das ist einfach Betrag eines Vektors. Gut, jetzt haben wir Betrag von b. b ist hier 3 plus x, 2 minus 4 plus x. Das heißt, die erste Komponente 3 plus x zum Quadrat plus die zweite Komponente zum Quadrat plus die dritte, also minus 4 plus x. Und daraus die Wurzel. Das ist einfach Pythagoras für den Raum quasi. Gut, dann lösen wir das auf, die Binome. Dann steht da, Betrag von b ist gleich 3 Quadrat ist 9 plus 2 mal 3, 6 mal x, also plus 6x plus x Quadrat. Dann plus 2 Quadrat, also plus 4. Und dann haben wir noch das zweite Binom, was wir hier auflösen müssen. Minus 4 Quadrat, also plus 16. Dann haben wir minus 2 mal 4 sind minus 8, mal x sind minus 8x. Und plus x Quadrat und daraus die Wurzel. Dann fassen wir das noch zusammen. X Quadrat haben wir zweimal stehen, also 2x Quadrat. 6x minus 8x sind wir bei minus 2x. Und dann haben wir noch 9 plus 4 plus 16 sind wir bei 29. Also Wurzel von 2x Quadrat minus 2x plus 29. Ja, wann ist das hier am kleinsten? Ja, natürlich genau dann, wenn auch das, was unter der Wurzel, also der Radikant, wenn der am kleinsten ist. Ja, schreiben wir das mal auf, am kleinsten. Wenn Radikant minimal. Okay, wie rechnet man ein Minimum aus? Ja, wir bilden die erste Ableitung. Ne? Kennen wir schon. Also Minimum von f von x soll gebildet werden. 2x Quadrat minus 2x plus 29. Die Wurzel brauchen wir nicht, weil wenn der Radikant minimal ist, dann wird auch die Wurzel von diesem Radikanten minimal. Dafür bilden wir die Ableitung f' von x. Also wir multiplizieren mit 2. 2 mal 2, 4x. Minus 2x wird einfach minus 2 raus und die 9 plus 29 fällt weg. Um das Minimum rauszukriegen, setze ich f' von x gleich 0. Also f' von x gleich 0. Dann steht da 4x minus 2 gleich 0 plus 2 durch 4, also x gleich 2 Viertel bzw. 1 Halb. Ja, und die Länge sollen wir ausrechnen. Die Länge ist dann Betrag von b. Wir setzen jetzt hier einfach für x 1 Halb ein. Also steht hier 2 mal 1 Halb zum Quadrat.
minus 2 mal 1 halb plus 29, daraus die Wurzel, kommt raus Wurzel 57 halbe oder 5,3385.